Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen Sie ab heute jeden Mittwochabend um die gleiche Zeit in unserem Coop Mittwochstudio. Wir informieren und geben Tipps und Hinweise nicht nur für den Einkauf, sondern auch für den Alltag ganz allgemein. Wer gut aufpasst, was für Produkte wir im Studio zeigen, kann schöne Preise im Wert von 5'000 Franken gewinnen. Coop hat seit kurzem ein neues Teddy-Mat in den Läden. Um was geht es da, Herr Zürcher? Wir haben bei Coop nach einem Waschmittel gesucht, das entscheidend weniger Phosphat enthält. Sie wissen ja, zu viel Phosphat tut dem Gewässer nicht gut. Nach langer Forschung haben wir den Ersatzstoff Natrium-Aluminium-Silikat gefunden, der letztlich auf natürlicher Basis beruht. Wichtig an diesem Stoff ist, dass er den genau gleichen Dienst tut wie das Phosphat. Muss man beim neuen Teddy-Mat spezielle Waschvorschriften beachten? Absolut nicht. Das neue Teddy-Mat ist ein Vollwaschmittel von 40 bis 95 Grad. Auf der Packung stehen alle Angaben, damit Sie mit dem neuen Teddy-Mat sparsam umgehen können. Zum Beispiel die genaue Dosierung, je nach Kalkgehalt im Wasser, wo ja in der ganzen Schweiz verschieden ist. Fragen Sie einfach auf Ihrer Gemeinde den Wasserhärtegrad an und dann können Sie bei rechter Dosierung recht schön Waschmittel sparen. Danke schön, Herr Zürcher. Sie haben gesehen, Coop nimmt den Umweltschutz ernst. Übrigens, falls Sie je ein Waschproblem haben, dann schreiben Sie oder telefonieren Sie doch an folgende Adresse. Beratungsstelle Coop Waschmittel und Kosmetik AG, Postfach 8401 Winterthur. Und das Telefon ist 052 28 24 21. Wer im Coop auch schon gemeint hat, er sei in einer Bäckerei, weil sie so gut geschmeckt hat, der hat sich nicht getäuscht. Der Coop ist auch eine Bäckerei. Nur, dass die Bäckerei aus 50 verschiedenen Betrieben in der ganzen Schweiz besteht. In einer davon sehen wir hier gerade hinein. Der Bäckermeister Haberstroh ist, wie seine 150 Kollegen, ein ausgebildeter Berufsmann, der sein ganzes Können am Brotbacher widmet. Das Resultat von dieser fachmännischen Arbeit finden wir jeden Tag ofenfrisch im Coop. In unzähligen Varianten, vom Roggenbrot bis zum Hirtenbrot. Sie sehen, Coop-Brot ist Brot vom Bäck. Und jetzt zu den Coop-Wochenhit-Aktionen. In mehr als 1500 Coop-Läden gibt es jetzt die besonders günstigen Angebote. 5 Arnischocki-Tafeln nach Wahl an 100 Gramm. Eine 415 Gramm Dose Pastetli-Füllung mit Champignon. 10 tiefkühlte Fischstick Goldstar ohne Gerät in der Packung an 280 Gramm. 2 Früchtejoghurt an 180 Gramm. 2 Liter Gewebveredler Tedidus. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag als Hit am Wochenende frisch Eierteigwaren. Nämlich ein Pfund feine Galahörnchen und ein Pfund Galaspaghetti. Jetzt ist Traubensaison. Man weiss ja, dass Trauben für den Organismus besonders wertvoll sind. Der Traubenzucker wird vom Körper ohne Verdauung direkt aufgenommen und hat darum eine besonders stärkende Wirkung. Trauben haben aber auch wertvolle Vitamine und Mineralstoffe wie Phosphor für die Nerven und Eisen für die Blutbildung. Damit die Aufbaustoffe möglichst alle erhalten bleiben, schauen wir bei der Coop, dass Trauben gerade nach der Lesung sofort frisch in die Läden kommen. Profitieren Sie jetzt von dem besonders günstigen Traubenangebot in Ihrem Coop-Laden. Und jetzt zu unserem September-Wettbewerb. Schreiben Sie 3 Produkte, die Sie im Mittwochstudio gesehen haben, auf eine frankierte Postkarte und schicken Sie die an Coop Mittwochstudio, Postfach 4099 Basel. Unter den richtigen Einsendern werden wir 5'000 Franken verlosen. Einsenderschluss ist der 26. September. Zum Schluss noch ein guter Tipp. Wenn Sie wissen wollen, was bei Coop jede Woche Neues passiert, lesen Sie Coop-Zeitung, wo jedes Coop-Mitglied überkommt. So, das war es für heute. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit.